Hallo und willkommen zur neuen Aufnahme vom Tech Company Projekt. Hier mit uns drei Kabauken, den lieben Multi. Das warst du jetzt. Ja. Willst du nichts sagen? Willkommen hier und. Ja, hi. Ja, mir ist Silence und dem. Flintstein. Genau. MLG Water hat geklappt. Was ist mit dem Server los, dass der so gut läuft? Der andere Server leckt nicht mehr so toll. Ja, und was hat das so mit dem jetzt zu tun? Gar nicht. Die laufen beide auf dem gleichen Mini, Mining-Teil ist aus. So, also, wir haben hier ein bisschen. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Und zwar, die Bohranlage ist sowieso aus, da das ME-System leicht überlaufen ist. Ja. Überlaufen, übergelaufen. Ja, ganz leicht, aber nur. Hä? Ach. Ja, wir haben ja ein paar Erze. Ja, ein ganz paar Erze. Wo auch schon ein ganz Teil durchgelaufen ist. Warte mal, ich guck mal kurz mit dem ME-System hin. WTF. Habt ihr eigentlich gesehen, wie viele Erzbüsche wir haben? Ja. Alter. Was denn noch? Wie viel, Rock. Oh, 266 Rockvehals. Geil. Ich kann ihn züchten. Wir haben 9 Iridium-Ohr. Die hol ich meine. Die Erzbüsche wachsen nur unter oder im Dunkeln. Wenn es dunkel nur, ist, ne? Ja. Wasser. Ja, die brauchen wir aber noch nicht aufstellen. Das machen wir dann unten direkt fest. Dinge aufstellen. Ja. Gut, auf jeden Fall, wir haben hier, ich musste ein bisschen umbauen. Da Flinny hat zwar das System ausgemacht, scheinbar, aber halt nicht entleert. Ich habe hier noch 4 weitere aufgestellt, ne, 3 weitere. Einmal mit Abyssal Stone, einmal mit Limestone und da hinten mit Pitch Blend, so. Dann mit Sandstein. Und eigentlich auch irgendwo Sand. Hä? Ach, genau, da ist mit Sand. Der letzte da irgendwie, da hinten ist mit Sand. Und da ist das ME-System halt jetzt zumindest ein bisschen verträglich. Hab noch ein paar mehr Festplatten gebaut. Mal wieder einen Cast-Zellen, damit der Flinny sich beschweren kann. Ah ja. Ja. Ich freue mich. Ja, du beschwerst eh immer gerne. So, ja, dann habe ich... diese 1K-Dinger, die Verschwendung sind, aber hey... Ist doch egal, die kann man doch auseinandernehmen, vergrößern und wieder zusammenbauen. Fertig. Dann mach das. Ja, wir haben aber erstmal nicht die Rohstoffe dafür, noch mehr 64K zu bauen. Weil wir kein Gold mehr hatten. So. Jetzt haben wir welches. Auf jeden Fall, ja, ich lasse es deswegen auch durchlaufen jetzt. Ey, wollen wir nicht die ganzen Tanks hier abrupfen? Weil ich meine, die verursachen doch Lags. Ah, halt die Klappe. So. ich habe jetzt hier die Converter Tier 2 Upgrades schon angefangen, da wir noch 3 Engines anbauen wollen. Damit wir den Extraktor ein bisschen schneller bauen wollen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal Bedrock. Wir haben ausprobiert, Bedrock können wir jetzt abbauen mit den Tier 3ern und einer, was habe ich gesagt, 4er Engine? 8er? Ja, keine Ahnung. Irgendwas Disconnect, ich guck nach. Mir hört eh niemand zu, wenn ich was sage. Ich glaube, es war eine, ja, weil ich, naja, egal. So. Dass du nie zuhörst, ist sowieso normal, aber dass Multi nicht zuhört hat, das kränkt mich. So, ja, das ist eine 4er. Das ist normal, wenn ihr eine halbe Stunde lang nur Bullshit labert. Ja, wir reden eine halbe Stunde über Bullshit, weil wir reden, wie wir die Energie produzieren. Okay. Ja. Und dann sagt, nein, das geht doch nicht so, das müssen wir anders machen. Das habe ich nie gesagt. Ich habe Möglichkeiten aufgezeigt, die alle gehen. So, warte mal, eine 4er Gearbox, haben wir da eine von? Aus Diamant, ja. Verdammt, aber Diamant, dann brauchen wir Lubricant mit. Ja, wollte ich auch gerade machen, oder müssen wir die Anlage mal ganz kurz ausmachen. No. So, die wird lang, geht langsam aus. Lubricant. Die 4:1er Gearbox. No. So, dann Fluidduct. Brauchen wir noch eine? Als Lubricant, wo ist das Problem? Ja, wieso? Also ja, brauchen wir einen Tank, ja. Ja, den Tank habe ich ja schon. So. Wir brauchen jetzt Lubricant eigentlich mal irgendwann, oder ist das nur so, das wird einmal da reingegossen, das war das ist, glaube ich, mehr oder weniger ein bisschen buggy. Nee, gar nicht wahr, wir haben hier im Grinder haben wir noch einen ganzen Haufen Lubricant, deswegen. Aber die verbrauchen relativ wenig bei den Geschwindigkeiten, ja. So. Ja, extrem wenig, wenn Flint, ich denke, willst du so eine halbe Stunde bei 2 Milliarden Radianten und verbraucht immer noch nichts, naja. Ja, genau genommen verbrauchen die wirklich wenig. Wenig. Die niedrigeren verbrauchen mehr. So, willst du den Reaktor ausbauen oder willst du mitkommen?
Mitkommen. Okay, also hast keinen Bock, was zu machen. So, wo ist Multi? Ich spiel mit meiner Gießkanne ran. Okay, das will ich nicht wissen. Ja, besser vor allen Dingen 4. Sei Dank, anderthalb Herzen einmal komplett runterfallen hier. Ja, so, wo war der Gang noch? Das ist ein riesiger Slime, komm her. Na, ich glaube, der Gang da war hier. Hast du einen Tesseract oder so dabei? Irgendein Energiespeicher? Ja. Okay. Ja, da oben war der Gang. Ja, ich bin gerade dran. So. Ich hab gesehen, wie du reingelaufen bist. Ja. Irgendwie brauchen wir wirklich nochmal Treppen. Ach ja, wir brauchen insgesamt knapp 6 Stacks. Nur so nebenbei. Und Bedrock. Ja. Heute eine schöne Nacht für dich. Du mich auch. Dann darfst du machen. So. Ich hab Besseres zu tun. Morgen früh aufstellen, zeitig raus. Stell dich auf, komm mit hin. Ich muss noch gucken, dass der Clan-Channel eine benutzerdefinierte YouTube-URL bekommt. Ja. Das dauert scheinbar was. So. Warum gibt's hier noch keinen Aufzug? Bitte wie eine Rolltreppe. Das Ding braucht, glaube ich, ein Fluidukt oder von der Seite braucht er das. Ich glaube sogar beides. So, jetzt hat's geklappt. Das ist so, noch die Magnetostic Engine, Reaktor oder? Reaktor an. Reaktor. So. Soll ich? Ja, jetzt darfst du. Musst du denn noch eine Kiste daneben setzen? Stimmt. Vor allem machen die Bevel Gears so extrem viel Sinn. Output kommt nach oben. So. Aber noch dreht er sich ja, oder? Wenn wir die anders einstellen, dreht er sich nicht mehr. Das heißt, wir müssen die so lassen. So, 14,9 Sekunden. Was machen wir jetzt 14,9 Sekunden lang? Keine Ahnung. AFK gehen. Okay. Apropos, wer bleibt hier stehen und lädt den Chunk? Kann ich machen, ich nehme Nikros auf. Ihr müsst was Spannendes in die Folgen bringen. Ja, ich kann noch einmal einen Chunk oder hinklatschen, aber. Ja, das Ding bewegt sich doch nicht vorwärts. Das heißt, das Ding muss immer umgesetzt werden, oder? Ja. Ja, gut, dann. So. Sollten nicht bald die 15 Sekunden um sein? Ja, mir ist dann sofort aufgefallen. Eine von 8 Schichten abgetragen. Nee, ist noch nicht um. Hey, so, haben das letzte Mal mitbekommen. Da gibt das erste in die Kiste, wenn er alles abgebaut hat. Wie eine von 8 Schichten? Ja. Ja, willst du dann hier stehen bleiben oder wie wollen wir das machen? Ja, ich bleib hier stehen. BZW, ja. Wie so eine von 8 Schichten? Baut er das in 8 Schichten ab, das Bedrock, oder? Ja. Ein Bedrock-Block in. Ach du Heilige. Ja, dann sind 4 Bedrock Dust und wir. Acht? Waren das? Achte. Ah, okay, gut. Oder kriegt er alle 2 Schichten plus ein Dust raus? Keine Ahnung. Dann müsste er aber auch schon bald einen Dust rausbekommen haben. Ja, wenn er aber erst den kompletten Block abbaut und dann dir den Dust rausspuckt, da wird's. Ja. Egal, komm, Flinny. Ich könnte mich ja oben durchpacken und dann nachgucken, aber nö. Mach doch. Ja, dann müsste ich ja noch Perlen verschwenden. Bei denen wir überhaupt nicht viele haben. Nein. 2000. Wir haben ja nicht viel Enderperlen. Wer kann denn auf so eine Idee? Im Nether immer aufpassen, MLG Water klappt nicht. Was heißt denn von MLG Lava? Okay. Klappt bestimmt. Aber ich aber gerne die Nether-Rüstung aufteilen. Ja, Flinny, brauchst du den Reaktor einfach mal 2-3 Schichten höher? Welchen? Mal... Den hier, oder? Ja. Nee. Ich glaube, ja, der andere wäre sinnvoller, oder? Ja, weil also dieser ist ja... Nee. Wofür denn jetzt? Wofür brauchen wir das denn? Ja, für die Engines. Wenn wir den auf 20... Ja, wir wollten ja einen größeren bauen. Ja, aber... Ja, oder wollen wir einfach den komplett umbauen und einen komplett größeren bauen? Du wolltest irgendwie... doch für die Engines hierfür, ne? Für den Extractor. Ja. Wie viel Strom brauchst du? Für die theoretisch knappe 100.000. Na gut. Insgesamt bräuchten wir eigentlich 240.000 von dem, was ich geplant habe. Achso, ich dachte jetzt irgendwie, jetzt kriege ich einen Pfeil in die Fresse. den aber bitte nicht umbauen. Bau den anderen um. Hör mal bitte auf.
So, jetzt kann das Ganze hier los. Richtig gezielt habe. Ja, wie wollen wir das machen? Grundfläche erst erhöhen oder erstmal höher machen? Und gucken, ob wir überhaupt 20.000 hinkriegen. Und. Weil der ist jetzt ja 7 mal 7. Wenn wir. Ja, das ist nicht viel, deswegen. Ja, wenn wir jetzt 18.000 produzieren, wir müssen 100.000. Das heißt ungefähr ein Siebenfaches? Ja, ungefähr ein Siebenfaches. Das heißt, wir müssen mindestens die 3,5-fache Fläche haben. Also 15 mal 15 und dann die doppelte Höhe. Kann das angehen? Rechenmäßig? Aber wenn wir die doppelte... Nee, wir haben die vierfache Fläche. Die Höhe? Ja, und dann doppelte so hoch. Höhe macht achtfache. Ja, machst du die Grundfläche und machst das Ding. Musst aber oben erst die Enderperlen rausnehmen. Die Liquid Ender. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir die Stäbe verteilen. Boah, das Ding wird echt gigantisch dann. Vor allem brauchen wir dann ja auch noch wieder einen neuen Reaktor für die Bohranlage. Ich mach mich mal dran, die Dings zu bauen. Ja, der Bedrock Breaker ist jetzt durch und irgendwie habe ich keinen Dust rausbekommen. Gar keinen? Nein. Dann, Nicht in der Kiste? Nein. Hä? Ich komm mal rüber. Flinny hat ja eh zu tun, wo wir ihm beide gleich bei helfen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil dann kriegen wir den Reaktor heute noch fertig, die Engines haben wir dann morgen fertig. Oder halt. Ja, kann ich jetzt eigentlich schnell fertig machen. Da brauchen wir ja nichts mehr für. Das ist ja nur craften. Dann, Ach so, den Bedrock Breaker musst du irgendwie abbauen, der speichert das selber. Echt? Aber ich hab zwei Dust. Zwei Dust aus einem Bedrock? Ja. Wir brauchen 6 Stacks. Viel Spaß damit. Ich mach das nicht. Dein Ernst? Ja, da wollte sich doch jemand heute Nacht offscreen dahinstellen, oder? Definitiv. Das Problem ist nur, das ganze Lubricant ist jetzt ja auch weg. So, ne, einmal stellen wir den noch auf und... Naja, gut, glaube ich, braucht man eigentlich gar nicht. Man sieht, wir haben hier 2100 Canola-Seeds noch. Ja, Bedrock weg und so. Und den Rest, den mache ich dann offscreen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ne, warte mal, wie viel brauchen wir, sagte ich? Ich bin frei! Ich bin frei, jawoll! Sorry, ja. Warte mal, wir bräuchten... Ja, halt, ne, scheiße. 2 Sticks. 6 Sticks bräuchten wir. Das sind dann 6 Bedrock Dust. Und wir bräuchten 4 von denen, das... Bedrock. 5. Die Richtung, erweitern. Und in die Richtung dann noch. Ach verdammt, das sind 4 Stück für 4, das heißt wir brauchen 8 Bedrock Dust. Zwölf Bedrock Dust bräuchten wir. So. Du hast den Bedrock Breaker, glaube ich, aufgesammelt, kann das sein? Gib mal her. Mit der Bedrock Spitzhacke kann ich das Zeug aber ja nicht abbauen, oder? Nein. Das wäre zu einfach. Ach du Heilige. 3, 4, 5. Die große Frage, 6, wie viele Nukes 7, muss ich gleichzeitig zünden, damit ich das Feld mal kaputt kriege? Gar nicht. Schade. So, einen lassen wir noch durchlaufen. Ich glaube, je nachdem, wie viele Nukes man zündet, bekommt man Bedrock auch irgendwie kaputt. Nee. Ja. Bedrock ist unzerstörbar, bis auf. Dein Dings ist so. Also, hier läuft jetzt das nächste durch. Du hast ja gesehen, wie du das aufbaust, oder? Wie man das aufbaut? Ich lasse den. Hast du eine Wrench? Nein. Ich lasse meine mal hier, dann hast du auch gleich eine. Bau den dann mal so auf. Ja. Warte, du brauchst noch eine Beevil Gearbox mehr. Hier. Dass du den Bedrock Breaker so gesehen jetzt hier in dem Loch in diese Richtung zeigen lässt. Dann baut er 4 Stück gleichzeitig ab. What? Und dann halt, den anderen Kram muss dann so aufbauen, dass es auch passt. War's schon. Ich habe leider keine Shaft Junction und solche die. Ach doch, ich habe sogar welche. Hier. Und hier hast du den Screwdriver, damit kannst du das Ding drehen, dann kannst du sogar den restlichen Aufbau so stehen lassen. Yay. So, ich guck mal, dass jetzt von oben an wieder das abbaut. Ja, mach das. Ich gehe runter und. 10 Stunden Clip, das lade ich am Stück hoch.
Da ja, müssen wir gucken, dass wir das offscreenen alles sammeln. Also 6 Decks insgesamt. Boah, ist jetzt gerade Steam oder Skype das Geräusch? Das kannst du nicht unterscheiden. Ich benutze beides so selten, weil es einfach beides scheiße ist. Ja, wieso? Naja, Steam gehen mir höchstens irgendwelche Leute, auf die ich eh keinen Bock habe, auf die Eier. Und, naja, gut. Skype. Dass du mich in Steam nicht hast. Ja. Ich dachte, da gehen mir nur irgendwelche Leute auf die Eier. Ja, du hast mich ja nicht ins Team. Nee, komm mal. Ich schlafe. Schon. Ja. Yeah. Glaubt man dir bestimmt. Noch da? So. Ich schlafe schon. Ach, ja, ne. 1, 2, 3. Dann brauchen wir... 3 davon haben wir sogar noch. Bock auf TS. Ja, komm mal. Komm. Atmen. Lang. Dein Ernst? Du willst es nebenbei labern? Na, auf dem anderen TS soll halt einfach an die Atmen Lungs kommen. Boah, hatte eh keine Reich dafür, aber. Mal so. Das so. Überhaupt nicht lange. Nein, überhaupt nicht. Weil ja, wenn du willst, kannst du auch einfach herkommen, dann machen wir das offscreen. Dann helfe ich dir. Nein, ich stell das Ding kurz um und dann kann das von. Obwohl, nein, dann ist der Chunk wieder nicht geladen. Ja, deswegen nämlich. Vor allem schickt ihr mir jetzt auch noch eine IP von irgendeinem anderen TS. Bestimmt sein Armor TS. Ja. Bin da. Ah, also du sollst mit ihm labern, weil er ihm scheinbar langweilig ist, aber. Ja. Soll's ihm nachschauen. Ungefähr. Logik. Yay, fast ist es kaputt. So. Move mich. Moment. Ja, ab in die schämliche Ecke. Weißt du, ich geh jetzt nochmal auf einen anderen TS rüber. Ja. Vor allem stell dir mal vor, da wären noch gewisse andere Leute da, denen wir eben gesagt haben, guten Nacht, ich geh jetzt pennen. Na gut. So. Das einzige Problem, was wir heute haben, ist, dass wir Tesseract bauen müssen ohne Ende. So, mal schauen, ob Dave nochmal irgendwann das schreibt oder nicht. Halt, wir sollten dann vielleicht zumindest bei dem Reaktor noch einmal den ganzen Export Scheiß rausnehmen. Eject. Eject. Das heißt, eigentlich weg. Speichern die Yellowium Fuel Watts. Ja. Das, wenn man die abhaut. Ja. Okay. Hey, was reißt denn du hier weg eigentlich? Was reißt denn du hier weg? Ja, hier ist alles gedroppt von den Teilen. Von den Reaktor-Casings. Ja, das. Und ich warte. Kann ich so eine Schaftschanken aus den Crashbürsteln? Da hier oben, da ja. War das in der im Zeugs noch hier drin. Okay. Eigentlich kannst du das. Da. Halt mal. Oder geht das nicht? Blutreifer. Was? Ich meinte jetzt, Dinge ziehen. So. Nein, klappt irgendwie nicht. Und ich warte. Ja, gut, kann sein, dass es nicht geht. Oh nein, ich habe keine Ethanol-Crystals mehr. Ernst. 1, 2, 3. Also falls sich wer wundert, der Junge ist dezent dämlich, also. Heißt, es könnte. Nein, der guckt sich so viel Scheiße eh nicht an. So viel Videos guckt er sich von mir eh nicht an. Gut. Nein, halt, das kann ich eigentlich sogar stehen lassen. Jetzt sollte ich nicht rauswerfen. So, wo kriegt er jetzt Wasser her? Da ist die Wasserleitung. Wir brauchen echt dringend mal ein bisschen was Vernünftiges. Und mein PC macht gerade Mucken ohne Ende. Ich hab nur noch 20 FPS. Was ist jetzt los? Irgendwie mag mein PC gerade nicht mehr.
der denkt auch, es ist Zeit für Hitze frei. Mir doch egal, kriegt er nicht.